Ja, geschätzte Kollegen, geschätzter Landeshauptmann, das Volumen des Landestopfes kann sich sehen lassen. 6,1 Milliarden, die in Südtirol bleiben, eine halbe Milliarde für der 10 sozusagen für den Kaiser in Rom. Das ist beeindruckend und da muss man auch dankbar sein für das Steueraufkommen, das durch harte, fleißige Arbeit in diesem Land geleistet worden ist. Durch Betriebe, die sich bemühen, die sich Tag für Tag sorgen, wie es weitergeht und auch innovativ sind und kreativ sind, damit diese Wirtschaftsleistung auch Bestand hat. Einen ehrlichen Dank an alle arbeitenden, dienstleistenden und produzierenden Bürger, also an all jene, die eben diesen einen wesentlichen Beitrag zumindest beigetragen haben zu diesem Einkommenstopf, die dieses Geld erwirtschaftet haben, den habe ich in der Haushaltsrede vermisst. Vielleicht wäre es aber auch zu banal, wenn man in der Haushaltsrede nur jetzt vom blanken Mammon spricht, aber es sollte die Landesregierung alarmieren, dass künftig trotz des staatlichen Haushaltes der Spielraum und die Spielräume für Investitionen kleiner werden. Es gibt bereits jetzt Bereiche, wo Geld nötig wäre, wo wir aber nicht eingreifen können, weil einfach schlichtweg das Geld und der Spielraum fehlt. Also Andeutungen eines Wirtschaftskonzeptes oder einer Sparstrategie, falls morgen einmal vielleicht die Einnahmen nicht mehr so flüssig sprudeln, wie sie es jetzt tun, wenn vielleicht unvorhergesehene Dinge auch passieren, die sind nicht enthalten. Vielleicht gibt es sie nicht, vielleicht gibt es sie schon, nur werden sie uns halt nicht mitgeteilt und den Bürgerinnen und den Bürgern, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Land regiert und nicht auch einige Jahre auch vorausplant und sich irgendwo die Überlegungen anstellt, so wie es jeder Betrieb auch tut, was passiert, wenn morgen bei den Einnahmen etwas nicht mehr so rund läuft. Herr Landeshauptmann, ich komme jetzt zu den Sachen, ich war jetzt bei den Sachen, die ich nicht gefunden habe, jetzt komme ich zu dem, von dem Sie auch in der Haushaltsrede gesprochen haben. Herr Landeshauptmann, Sie haben wahrlich hehre und auch große Ziele und die nicht ganz unbescheidene Vision. Sie wollen Südtirol zu einem der lebenswertesten nachhaltigen Lebensräume in Europa machen. Also komparativ zwei, nicht nur lebenswert, nicht lebenswerter, lebenswertester Lebensraum in Europa. Und ich sage das ganz ironiebefreit, Herr Landeshauptmann. Mir gefällt das, mir gefallen Menschen mit Visionen, mir gefallen Menschen, die sich hohe Ziele stecken, denn wir brauchen immer neue Ideen und große Ideen, wenn man etwas, den Ist-Zustand verändern möchte. Anders geht's gar nicht, wenn man ein bisschen ausbrechen möchte aus dem Trott, in dem man gerade als Politiker, glaube ich, und auch als Parteien manchmal hineingerät. Ich selbst finde ja Südtirol jetzt schon lebenswert und auch liebenswert, aber nach oben geht's natürlich immer. Und die Vorstellung, dass wir alle, die Brigitte Foppa, der Kollege Urzi ist jetzt nicht hier, dass wir alle morgen in so einem lebenswerten und lebenswertesten Lebensraum in Europa dann zusammenleben, das hat schon etwas. Aber ich habe mich dann eben gefragt, mir ist da, als Sie das vorgetragen haben, anfangs nicht gleich klar gewesen, wer sind denn die anderen lebenswertesten Länder in Europa? In welcher Liga spielt man da? Man will ja wissen, wenn wir schon aufsteigen, in welcher Liga, mit wem haben wir es denn da zu tun? Und da gibt es zum Glück vom Weltwirtschaftsforum eine Studie, die aktuell ist, die wurde heuer veröffentlicht. Und die hat eine Berechnungsmethode entwickelt, die den Lebenswert in einem Land bemisst. Dabei werden neben Wachstum und Entwicklung die wirtschaftliche Inklusion, die Nachhaltigkeit, also genau auch jener Begriff, der diese Haushaltsrede auch wesentlich prägt, und die Generationengerechtigkeit als Säulen umfasst. 29 der hochentwickelten Länder wurden untersucht und nun ein paar Ergebnisse, damit wir eben sehen, zu welchen Lebensräumen wir dank des Landeshauptmanns künftig zählen werden und wenn wir aufsteigen, eben mit wem wir in derselben Kategorie uns befinden. Eins vorweg, Italien ist raus. Das wirtschaftsstarke Deutschland und auch die Grand Nation Frankreich sind nicht unter den Top Ten. Auf Platz 1 liegt Norwegen.
Das zweitlebenswerteste Land ist das kleine Island. Und ich glaube, die 300.000 Isländer haben wir spätestens seit der EM 2016 lieb gewonnen und gerade hier in Südtirol ins Herz geschlossen. Auf Platz 3 kommt Luxemburg mit 600.000 Einwohnern und auf Platz 4 kommt ein Land, Herr Landeshauptmann, das für uns wie Utopia erscheint. Das ist ein Land, in dem mehrere Volksgruppen zusammenleben, in dem Deutsch, Italienisch, Französisch, Rätoromanisch Amtssprachen sind. Das ist ein Land, in dem es in einem mehrheitlich italienisch bewohnten Dorf eine italienische Ortstafel gibt und in einem deutschen, einem mehrheitlich deutschen bewohnten Dorf eine Ortstafel, wo der deutsche Name drauf ist und auch noch amtlich ist. Also das sind Sachen, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Und das Beste kommt jetzt noch. Der Wortstamm des Landesnamens bleibt auch noch in allen Amtssprachen erhalten. Schweiz, Switzerer, Swiss und nicht mal, wenn wir das Englische dann verwenden, da wird dann nicht zurückgegriffen auf den italienischen oder auf den deutschen Ortsnamen. Nein, da verwendet man ein Exonym, das wieder den Wortstamm drin hat und das ist dann Switzerland. Also ein Land, das für uns in jeder Hinsicht ein riesiges Vorbild sein kann. Und das Tolle ist, uns kommen die Schweizer ja manchmal ein bisschen schrullig vor, aber immer positiv gemeint. Aber mit welcher Normalität auch abseits der öffentlichen Verwaltung, mit welcher Gelassenheit, mit welcher Ruhe und mit welcher Selbstverständlichkeit dort diese Mehrsprachigkeit, das Recht auf Mehrsprachigkeit garantiert wird, nicht nur in der öffentlichen Verwaltung eben, sondern auch vom Tourismus und von den ganzen Wirtschaftstreibenden, all das, was wir hier sehr, sehr vermissen in diesem Land. Was Nettes noch aus der Schweiz, von den direkt demokratischen Nachbarn, wenn sie Volksabstimmungen machen und Broschüren herausgeben, offizielle Broschüren, dann ist das Pro und Contra und die Argumente und die Auswirkungen, die darin angeführt sind, und das betrifft jetzt nicht die Landesregierung, sondern allgemein unsere Situation, dann stimmen die auch mit der rechtlichen Interpretation ein. Das gibt es dann nicht, dass nach einer Volksbefragung noch irgendwelche Interpretationsspielräume offen bleiben und Umdeutungen oder auch richtige Deutungen, das ist dann egal, es bleibt halt kein Zweifel darüber, über was man abgestimmt hat. Herr Landeshauptmann, wenn wir alle hier in Südtirol zu den lebenswertesten Lebensräumen Europas zählen wollen, und das natürlich möglichst zeitnah, und Herr Landeshauptmann, helfen Sie mir jetzt bitte, ich versuche jetzt Ihre Vision ein bisschen zu konkretisieren. Bevor Sie vielleicht einen Alleingang machen und dann bleibt das auf halbem Weg stecken oder so, das wäre ja nicht tragbar. Also, wenn wir jetzt beim Weltwirtschaftsforum bleiben und uns dieses Prädikat lebenswertester Lebensraum sozusagen, wenn wir dieses Prädikat anstreben, was sollten wir dann sein, wenn wir uns jetzt diese Top-Länder anschauen? Wir sollten flächenmäßig ein möglichst kleines Land sein. Das wäre schon mal von Vorteil. Eine gesunde Wirtschaft und eine soziale Fürsorge sollten wir auch vorweisen können. Schnee sollte kein Fremdwort sein anscheinend. Das Land sollte mindestens 300.000 Einwohner haben. Bei weniger könnte es vielleicht kritisch werden. Und über 10 Millionen ist man auch wieder raus, wie man gesehen hat. Im Land dürfen gern mehrere Sprachen gesprochen und mehrere Volksgruppen zusammenleben. Eine kleinstrukturierte Landwirtschaft ist anscheinend auch von Vorteil und hohe Berge und atemberaubende Landschaft sind zwar kein Muss, werden aber bei dieser Berechnung eindeutig bevorzugt. Ich würde sagen, Herr Landeshauptmann, die Sache ist somit geritzt, das können wir, diesen Mut und diese ansteckende Zuversicht zu einer lebenswerten und lebenswerteren Selbstverwaltung und nachhaltigen Unabhängigkeit Südtirols hätte ich Ihnen eigentlich schon gar nicht mehr zugetraut. Jetzt, wo wir aber alle wissen, dass Sie unser Heimatland künftig in die Riege der lebenswertesten Länder einreihen möchten, unsere Unterstützung, die Unterstützung der Freiheitlichen haben Sie hier sofort, damit wir dieses Ziel umsetzen können. Und ich glaube, für Sie wäre es auch ein persönlicher Befreiungsschlag, denn mit dieser visionären Perspektive für Südtirol strafen Sie all jene Lügen, die Sie immer wieder als Zauderer, wenig visionär, als Südtirol Cherschaket und autonomiepolitisch weichgespült bezeichnen oder die Ihnen auch eine mögliche Bürgernähe absprechen möchten.
Aus Interesse vielleicht noch für die Herren Knoll und Urzi, Österreich liegt bei diesem Ranking auf Platz 10, also auch noch gut dabei, und Deutschland auch auf Platz 12. Urzi fehlt, schade, denn Italien hat 27 von 29, Dritter von hinten ist ja auch nicht ganz schlecht. Werter Landeshauptmann, Europa ist bei Ihnen immer ein wichtiges Thema, und ein Bild, das Sie immer verwenden, ist jenes des kleinen Europas in Europa. Und ich möchte jetzt aber kurz darauf hingehen, was wir gemeinsam haben mit dem großen Europa, was wir jetzt schon gemeinsam haben. Und hier werde ich nun etwas weniger vertrauensvoll. Die Staatengemeinschaft der EU steht vor sehr großen Herausforderungen, und die Entscheidungen, die in Brüssel und Straßburg gefällt werden, wirken sich auf uns alle hier aus. Nicht nur hier in Südtirol, nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus. Eine der größten Gefahren für die Wirtschaft und somit für die Finanzen eines Landes ist der Brain Drain, die Abwanderung unserer Talente, der gut Ausgebildeten, der Leistungsträger. Und diese Herausforderung ist nicht, da habe ich mich gestern schon ein bisschen geärgert, Kollege Staffler, dass Sie die Auswanderung der besten Talente mit Wolfsplakaten und mit Wolfszähnen vergleichen, also als ob wirklich das die Gründe wären. Also das finde ich ein bisschen eigenartig, dass man so eine Argumentation hier ins Feld sieht. Lange Zeit konnte die europäische Wirtschaft international punkten, weil sie technologisierter, qualifizierter und insgesamt in sehr vielen Bereichen einfach fortschrittlicher war, als es andere Länder oder manchmal auch ganze Kontinente waren. Das zeichnet diese Fortschrittlichkeit, diese Qualität, zeichnet übrigens auch unsere Wirtschaft hier in Südtirol aus. Innovationswillige Betriebe mit qualifizierten Mitarbeitern, unsere gut ausgebildeten Handwerker, die durchaus jetzt schon im benachbarten Ausland Aufträge bekommen und sehr gefragt sind. Doch die jahrzehntealten Handels- und Wirtschaftskreisläufe befinden sich im Wandel. Vorreiter sind heute andere. Die großen Internetplattformen und Social Media Player finden sich nicht in Europa. Bei den neuen Technologien, bei den intelligenten Produkten, besonders jene auch in der Autoindustrie, haben andere die Nase vorn, und auch im medizinischen Bereich zählen viele europäische Staaten nur noch zum Durchschnitt. Mittlerweile, und das ist für die Menschen dort erfreulich, stehen zahlreiche Schwellenländer und ganz Südostasien in den Startlöchern, im weltweiten Wettbewerb gehörig mitzumischen. US-Präsident Trump hat Europa gegenüber einen aggressiveren Kurs eingeschlagen und orientiert sich auf andere Wirtschaftsplayer. China versucht, seine Interessen etwas subtiler zu vertreten durch bilaterale Abkommen mit Regierungen in Osteuropa, und man muss sagen, die neue Seidenstraße könnte zu einem äußerst gefährlichen Pflaster für die gesamte europäische Wirtschaft werden. Geschätzte Kollegen, wir in Europa können es uns nicht leisten, weiterhin viele unserer besten Köpfe zu verlieren, wenn wir in diesem Wettbewerb der Systeme und Ideen bestehen wollen. Und die Aussicht darauf, dass die wichtigen globalen Entscheidungen nur noch zwischen den USA und China getroffen werden, ist gerade, was die von Ihnen, Herr Landeshauptmann, angesprochene Nachhaltigkeit und auch was unser europäisches Umweltbewusstsein angeht, nicht besonders prickelnd. Zudem werden unsere westlichen Sozialsysteme wesentlich vom insgesamten Wirtschaftsaufkommen und den Steuererträgen getragen, so wie unser Landeshaushalt auch. Zum Brain Drain bringe ich nun ein paar Eckdaten der jüngsten OECD-Studie, die für uns Südtiroler interessant sind. Südtirol hat eine deutlich stärkere Abwanderung als der staatliche italienische Durchschnitt. Ich verwende deshalb die Zahlen der Bundesrepublik Deutschland, die ähnlicher sind mit unseren. Das Problem ist, auch bei diesen Zahlen, wir haben keine klaren Zahlen, so wie es auch ist bei den LKWs, wo wir nicht wissen, wie viel Umwegverkehr mehr überhaupt durch unser Land rauscht, haben wir auch hier liegen keine klaren Zahlen vor. Ich bleibe bei den Zahlen Deutschlands. Auswanderung ist chancengetrieben. Also 58% der Befragten haben eigene berufliche Gründe, und für 29% hat der Beruf des Partners bzw. der Partnerin eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für ein Leben im Ausland. Nur 18% gaben Unzufriedenheit als Motiv an. Das heißt also, es gehen nicht die Verbitterten, die vielleicht Abgehängten eines Landes, sondern es gehen jene, die Karrierechancen haben. Auswanderer sind gut ausgebildet, 76% der befragten mobilen Deutschen, aber nur 25% der Gesamtbevölkerung haben einen Hochschulabschluss. Deutschland, bei uns schaut es noch schlimmer aus.
Auslandaufenthalte lohnen sich. Der monatliche Nettoverdienst von Vollzeitbeschäftigten lag laut der Befragung etwa ein Jahr nach dem Umzug ins Ausland um durchschnittlich 1.186 Euro höher. Im Durchschnitt gehen also 180.000 gut ausgebildete Menschen von kehren Deutschland den Rücken, 130.000 kehren wieder heim. Jetzt werden viele sagen, da kommen ja eh die meisten zurück, aber hier liegt ganz klar ein Braindrain vor, denn alle 10 Jahre wandert eine 500.000 aus. Wenn wir das jetzt runterrechnen mit diesen Prozentsätzen auf Südtirol, das wäre ja immer nur 1% der Bevölkerung. Aber es macht schon etwas aus, wenn bei uns alle 10 Jahre 5.000 Talente das Land verlassen oder jährlich 500 Ingenieure, Ärzte, Wissenschaftler, Juristen und Spezialisten. Ich habe die Zahl bewusst niedriger gehalten, und zwar um einiges. Real könnte es noch viel schlimmer aussehen. Wie gesagt, wir haben die Zahl nicht. 2017 wanderten ca. 1.500 Südtiroler aus und weniger als 100 kehrten heim. Also ich bin da sehr moderat mit diesen Zahlen, die ich nenne. Europa muss hier die Kurve kratzen. Wir haben keine Garantie auf wirtschaftlicher und sozialer Stabilität. Wir haben auch keine Garantie auf Frieden. Wenn die guten Köpfe auswandern und aus den Nicht-EU-Ländern vor allem wenig Qualifizierte einwandern, dann schaut's wirklich schwarz aus. Und ich bin jemand, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein positiv eingestellter Mensch. Aber anhand dieser Zahlen, anhand auch dem, was rund um Europa los ist, dann muss ich sagen, aufwachen, meine Herren hier von der Landesregierung und Damen und auch der Rest von der Lega Salvini, jetzt oder halt ohne Vettori, jetzt mit Salvini im Namen. Svelja, muss man hier sagen, entweder wird was gemacht und wirklich auch Aktionen gesetzt, sonst könnt ihr hier den Laden langfristig zusperren. Ihr seid nicht Beamte oder irgendwelche Ressortleiter. Ihr seid die Regierung dieses Landes. Als Beamter kann man sagen und als Amtsdirektoren ehemalig oder was auch immer, da kann man sagen, ich hätte schon wollen, aber ich habe nicht gedurft. Das kann man dann sagen. Aber als Regierung, da hat man zu handeln und da muss man vorangehen. Denn auch bei uns in Südtirol ist diese Auswanderung, wird diese Auswanderung der Hochqualifizierten verbunden mit der Einwanderung Geringqualifizierter. Und ja, unser Arbeitsmarkt ist auch auf eine bestimmte Anzahl geringer qualifizierter Menschen angewiesen. Und ich sage das nicht abwertend, überhaupt nicht. Und nein, ich spreche auch nicht von Kriegsflüchtlingen und Verfolgten, deren Zahl wir nach unserer sozialen und wirtschaftlichen Verträglichkeit bestimmen müssen und die bei uns einen Schutz auf Zeit erfahren und kein immerwährendes Bleiberecht haben. Jeder hier im Raum kennt die Prognosen für den afrikanischen Kontinent. Wenn wir nicht endlich zwischen echten Flüchtlingen und Migranten unterscheiden und selbst kontrollieren und steuern, wer ins Land kommt und wer es wieder verlässt, können wir den Laden dicht machen. Ich habe von hochqualifizierten und geringqualifizierten Arbeitskräften gesprochen. Ich habe noch nicht von jenen gesprochen, die gar keine Qualifizierung, gar keine Ausbildung haben, von unausgebildeten Menschen, die kaum und einer unserer Sprachen mächtig sind und sich auch nicht integrationswillig zeigen. Meine Kollegin hat gestern bereits ausführlich die Sicherheitsthematik und die sozialen Hotspots angesprochen. Ich konzentriere mich deshalb auf die Ökonomie. Es wird oft auf die Umverteilung innerhalb unseres sozialen Systems vergessen. Viele glauben, dass allein die Aufnahme einer einfachen Hilfstätigkeit schon dazu führt, dass sich ein Zuwanderer ohne jegliche Ausbildung selbst finanziert, was aber in den wenigsten Fällen der Fall ist. Meist muss von öffentlicher Seite zugeschossen werden, besonders bei Familien dann sowieso. Sogenannte unbegleitete minderjährige Migranten kosten unsere Gesellschaft mit all den Programmen und begleitenden Maßnahmen mehrere tausend Euro im Monat. Das ist nicht das, was der Einzelne in die Hand bekommt, sondern was rundherum die ganzen Systeme, Kurse und so weiter mit kosten. Altgewordene Beitragszahler müssen sich mit 700 Euro Rente zufrieden geben. Die Gesellschaft muss diese Fragen offen stellen dürfen
Und die Landesregierung muss diese Fragen nicht bloß ertragen, sondern sie hat die Pflicht, diese Fragen mit Verantwortungsethik für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu beantworten. Landesrat Wiedmann, Ihr Plan von der Rückgewinnung der Ärzte aus dem Ausland kann nur funktionieren, wenn wir Südtirol allgemein für hochqualifizierte Arbeitskräfte attraktiv machen. Da brauchen wir viele und konkrete Maßnahmen. Die werden uns auch eine Stange Geld kosten. Herr Landeshauptmann, nochmals, Sie möchten ja das Land zu einem der lebenswertesten nachhaltigen Lebensräume Europas machen. Es ist nicht verwunderlich, dass Sie sich selbst und Ihrer SVP-Lega Salvini Alto Adige-Südtirol-Regierung ein gutes, hoffnungsfrohes Zeugnis ausstellen. Aber abgesehen davon halte ich es auch sehr wichtig und auch vollkommen richtig, dass man das, was gut ist, was gut läuft, dass man das auch sagt und sichtbar macht. Und darüber sollen Sie sich auch freuen dürfen, Herr Landeshauptmann, und darüber sollen Sie auch stolz sein dürfen. Aber ich glaube, es würde Ihnen als Landeshauptmann und ja auch der ganzen restlichen Landesregierung, Ihre Landesräte machen ja immer alles schon, die sind ja immer schon dabei, wenn aus den Oppositionsbänken eine höfliche Anfrage kommt oder eine Idee, ein Vorschlag kommt, dann ist man immer schon dabei. Das dauert dann halt Monate und manchmal Jahre, bis die Sachen, die ihr ja schon im Petto habt, dann umgesetzt werden. Es würde euch allensamt nicht schlecht zu Gesicht stehen, auch das klar anzusprechen, wo es nicht so gut läuft, wo ihr noch nicht das erreicht habt, was ihr euch vorgenommen habt. Nicht für uns Oppositionspolitiker, sondern für die Menschen in diesem Land, die oft sehr große Probleme haben und sich nicht von dieser Haushaltsrede oder vielleicht nicht von dieser Haushaltsrede angesprochen fühlen. Diese Menschen erwarten Antworten und Lösungen. Und wenn sie diese aus guten Gründen nicht haben oder nicht geben können, dann sagen Sie das bitte auch. Ich bin mir sicher, dass viele Südtiroler dankbar dafür wären und auch mehr Verständnis für bestimmte Mängel aufbringen könnten. Wer sind aber diese Südtiroler, die sich eine Veränderung ihrer Situation erwarten, die sich klare Botschaften und Konzepte erwarten, die ernst genommen und gehört werden wollen, die sich einfach von der Landesregierung und vom Landeshauptmann mit Respekt behandelt werden wollen? Wenn Ihnen, und das wäre ja auch schon der Respekt, wenn Ihnen diese Landesregierung offen sagt, warum sie bisher ihre Situation nicht verbessern konnte. Das sind viele ältere und ganz alt gewordene Menschen. Altersarmut, das sind Mindestrentner, die kaum über die Runden kommen. Es sind viele junge Menschen, junge Familien, aber auch Singles und Geschiedene, die sich kaum eine leistbare Wohnung mehr finden, die sich oft bis ins hohe Alter verschulden, nur damit sie die vier eigenen Wände abbezahlen können. Es sind Paare, die sich aus finanziellen Gründen wirklich überlegen, ob sie sich überhaupt Kinder und auch aus beruflichen Gründen oder ob sie einem zweiten oder einem dritten Kind das Leben schenken wollen. Es sind Menschen, die immer öfter überlegen, ob sie bestimmte Zonen meiden, durch die sie früher sorglos gegangen sind, weil sie jetzt Angst vor den dortigen Zuständen haben. Es sind, wie gesagt, die ausgebildeten Leute, die lieber im Ausland bleiben. Es sind die Menschen, die beruflich und privat sehr unter Druck stehen und in ihren Gemeinden keine zusätzliche Verantwortung mehr übernehmen können. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht schaffen, aus ihrem Tagesplan, aus ihrem Wochenplan, aus ihrem Monatplan noch nebenher in der Gemeinde aktiv zu sein oder politisch aktiv zu sein. Es sind Ehrenamtliche und Vereinsmenschen, die in ihren Vereinen keine Obleute und Funktionäre mehr finden. Nicht nur die Bürokratie, das allgemeine Leben, der allgemeine Druck auch, der auf die Einzelnen lastet. Es sind die Eltern, die keine echte Wahlfreiheit haben und sich nicht frei entscheiden können, ob sie zu Hause bleiben oder ob sie arbeiten gehen. Es sind Arbeitnehmer, die angesichts der hohen Lebenshaltungskosten verunsichert sind und Angst, selber irgendwann in der Altersarmut zu landen oder sozial abzusteigen. Es sind auf der anderen Seite Arbeitgeber, die angesichts der hohen Lebenshaltungskosten verunsichert sind, halt der hohen Lohnnebenkosten verunsichert sind und die ständig neuen Vorschriften, so wie jetzt die digitalisierte Registrierkasse und so weiter, das sind alles Sachen, die unsere Selbstständigen wirklich so viel abverlangen, dass es ihnen manchmal zu viel wird. Das merkt man auch, wenn man mit den Leuten draußen spricht. Es sind die Bauern, die unter einem enormen Preisdruck, einem Preisdumping ausgesetzt sind und dann noch
gerade auch hier von politischer Seite ganz oft als Sündenbock für alles Mögliche und für die Weltrettung herhalten sollen. Es sind Unternehmer, die keine oder zu wenige qualifizierte Mitarbeiter finden. Und es ist auch ein Aspekt für Arbeitgeber, die sagen, wir finden keine belastbaren jungen Leute mehr. Wir tun uns manchmal schwer, Leute zu finden, die wirklich 8-9 Stunden regelmäßig auch arbeiten, ohne zu spät zu kommen, ohne lang beim Handy zu spielen und so weiter. Das gilt nicht für alle, aber auch dieses Phänomen wird uns mitgeteilt. Sie wollen also unser Land zu einem der lebenswertesten nachhaltigen Lebensräume in Europa machen. Sie sehen, Herr Landeshauptmann, das hat sehr, sehr viel zu tun. Sie haben heuer mit Stolz die Bewertung der Fitch Rating Agentur vorgestellt und sie auch jetzt in ihrer Haushaltsrede angeführt, bei der Südtirol mit AAA kleingeschrieben abgeschnitten hat. Südtirol wurde mit dem Standalone Credit Profile bewertet, das heißt eben die einzelne Region. Sie haben aber verschwiegen hineinzuschreiben, dass wir insgesamt ein großes A-minus erhalten haben, weil, und Sie wissen auch, woran das liegt, weil Italien, oder besser gesagt, wir am Rockzipfel Italiens hängen und wir somit automatisch mit in diese Negativbewertung hineingezogen, obwohl wir alleinstehend das kleine AAA hätten. Es bestätigt nun also diese Ratingagentur, was wir alle hier wissen, dass uns die Zugehörigkeit zu Italien behindert und vor allem unsere Wirtschaft auch gefährdet. Ganz abgesehen jetzt von den dauernden Spampenadeln, die wir haben bei jedem zweiten Landesgesetz. Unsere Autonomie hat uns in den letzten Jahrzehnten als Minderheit den Hals gerettet, aber der Hemdkragen ist vielfach sehr eng. Und gerade im letzten Jahr haben wir gesehen, dass uns gar zu oft auch die Luft wegbleibt, wenn Gesetze wieder angefochten werden, wenn wieder irgendwelche Hiobsbotschaften von Kammern kommen, aus halbstaatlichen Organisationen. Dieses Pferdl, wo ist er denn, der Locher Franz, dieses Pferdl, wenn eine Pfad ruckt, das ist nicht fein, gell, das weißt du. Und so geht's unserem Land, wenn wir immer wieder sozusagen schauen müssen, dass wir Luft kriegen und ein bisschen mehr Spielraum haben. Dieses inzwischen ohnehin enge Hemd der Autonomie wird immer wieder angegriffen. Den Begriff Vollautonomie scheint die SVP Lega Salvini Alto Adige Südtirol Landesregierung nicht mehr zu kennen. Bei der Volkspartei erkenne ich durchaus aufrecht stehende Menschen. Aber die Kämpfer fehlen mir, die hier auch wacker vorangehen. Das muss nicht laut sein, das muss nicht polternd sein, aber das muss glaubwürdig vertretbar sein, dass es die Bürgerinnen und Bürger draußen auch sehen. Von der Lega, da muss ich schon sagen, wer ist denn jetzt noch immer im Saal von der Lega? Gar niemand, oder? Wohl, Bessone ist hier. Was ist übrig geblieben von der Lega Verde, autonomiepolitisch, sezessionistisch eingestellt? Das wäre das, was Südtirol braucht hier, um die Autonomie wirklich klar auszubauen, um eine echte Eigenstaatlichkeit oder eine Eigenständigkeit anzustreben. Diese großen autonomiepolitischen Schritte hin zu einer Selbstverwaltung, den vermisse ich. Sie sagen in Ihrer Rede, Herr Landeshauptmann, Angst ist der beste Nährboden für eine kurzsichtige populistische Politik. Das politische Zögern, das Bangen und die verwaltungspolitische Scheu, neue Kompetenzen einzufordern oder auch die bestehende Autonomie mutig und eben nicht ängstlich zu verteidigen, wäre genau in dieser, ich hoffe, Sie hören mir zu, wäre genau das, vor dem Sie eigentlich warnen. Wir brauchen, und da glaube ich, sind jetzt auch schon einige Italiener dafür, nach den letzten Sitzungen im Regionalrat, dass man diese Region wirklich überdenken muss und vielleicht endlich einmal eine eigenständige Region Südtirol schafft, um einmal einen ersten Schritt auch in diese Richtung zu haben. Eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form kann man immer gewährleisten und wird es auch geben. Eine Sportautonomie, ich will nicht alles sagen, was wir uns alles wünschen würden, aber eine Sportautonomie wäre so wichtig, denn sie hat die große Chance, unsere gemeinsame Identität als Südtiroler, unsere gemeinsame Identifikation mit diesem Land zu stärken. Wenn wir Freiheitlichen nämlich von Südtirolern sprechen, dann meinen wir alle drei Volksgruppen in diesem Land.
Denn wenn wir dieses Land ausbauen wollen, mehr Autonomie, Selbstverwaltung oder eben auch die Eigenständigkeit erlangen wollen, kann das nur gelingen, wenn wir uns endlich gemeinsam zu diesem Land bekennen. Und da haben wir Aufholbedarf und Nachholbedarf. 100 Jahre nach der Teilung Tirols und nach 100 Jahren eigenständiger und harter Entwicklung endlich ein gemeinsames Narrativ zu finden für dieses Land. Das wäre wichtig. Wir haben in Südtirol nun mal eine besondere Entwicklung hinter uns. Und aufgrund der drei Volksgruppen, der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst und eine Situation, die uns trotz vieler Gemeinsamkeiten, aber doch in wesentlichen Bereichen von den Tiroler Landesteilen im Süden und im Norden unterscheidet. Die Europaregion ist wichtig und sie kann die Gemeinsamkeiten fördern. Trotzdem wird Südtirol aufgrund seiner Realität immer eine Sonderrolle einnehmen und auch einnehmen müssen. Auch der Tiroler Drang zur Selbstverwaltung und zur Eigenständigkeit ist bei uns in Südtirol besonders ausgeprägt. Wir standen in unserer langjährigen, jahrhundertealten Geschichte schon zweimal kurz davor, ein reichsunmittelbares Land zu werden. Einmal hat uns die mangelnde Nachkommenschaft einen Strich durch die Rechnung gemacht und einmal hat uns im letzten Moment der Mut verlassen. Aber wir haben dann zumindest immer die Landesfreiheiten und verbrieften Rechte zu verteidigen versucht. Also eine erste, ich wage es zu sagen, eine erste Form von Autonomie oder Teilautonomie, so wie jetzt halt. Diese Landesfreiheiten wurden uns immer dann genommen, wenn es zentralistischer und später nationaler geworden ist. Oder eben, und das ist es auch, wenn wir sie nicht mehr verteidigt, nicht mehr eingefordert und keine zusätzlichen Freiheiten, hat man früher gesagt, Kompetenzen, sagen wir heute, eingefordert hat. Ein kleines Europa in Europa, Herr Landeshauptmann. Wir Freiheitliche teilen dieses Bild und ich verwende es auch regelmäßig mit dem Unterschied, dass ich es eben im Konjunktiv 2 setze. Südtirol könnte zu einem kleinen Europa in Europa werden, wenn wir diesem Land auch gerecht werden in unserer politischen Arbeit. Wenn Sie auch diese beim Autonomiekonvent bereits angeschubsten Prozesse endlich ernst nehmen und mit Verantwortung und ehrlichem Bemühen vorantreiben würden. Wir brauchen auch außerhalb Südtirols Unterstützer. Sie als Volkspartei, ihr habt große und auch starke Partner in Österreich und Deutschland. Ihr habt beste und effiziente Netzwerke in Rom. Das zeigen uns die tollen Wahlgesetze immer wieder, dass da durchaus gute Kontakte bestehen. Und ich muss abschließend noch etwas zu den Haushaltsreden, zum Ablauf der Haushaltsreden sagen. Nur zwei Punkte, weil Sie mich ein bisschen gewundert haben. Das soll keine Kritik sein, nur eine Feststellung und eine Bemerkung. Kollegin Rieder, wo ist sie denn da oben? Kollegin Rieder, du hast gestern gemeint, der Ton in diesem letzten Jahr wäre dieses Hauses nicht würdig gewesen. Und da muss ich weiß nicht, bin ich da ein bisschen kampferprobter, aber wann, liebe Kollegin, wurde in diesem Haus jetzt wirklich aufgrund einer leidenschaftlichen politischen Debatte im Eifer des Gefechts irgendeine persönliche Beleidigung ausgesprochen? Gerne. Ich habe keine mitbekommen, eine persönliche, verbale Beleidigung habe ich persönlich nicht mitbekommen. Deswegen hat es mich also gewundert. Danke danach, wenn du mich aufklärst. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Debatten teilweise eher ein bisschen, könnten ruhig ein bisschen schwungvoller und manchmal auch ein bisschen härter geführt werden. Das liegt an uns allen. Ansonsten glaube ich doch, dass einige der hier anwesenden Abgeordneten sehr gut, seriös und ja auch kameradschaftlich zusammenarbeiten. Das liegt aber nicht an der Geschäftsordnung und das liegt auch nicht an den jeweiligen Parteien, das liegt an den einzelnen Charakteren, die einfach sozusagen das Vermögen haben, auch über parteipolitische Ideologien hinaus zusammenzuarbeiten und Themen weiterzubringen oder auch hier politisch im Landtag geschäftsordnungsmäßig was bewegen möchten. Sie schreiben, die Gesellschaft muss das Vertrauen in die demokratischen Institutionen, muss das Vertrauen in die demokratischen Institutionen vermittelt werden. Diese Verantwortung liegt bei uns, denn in diesem Hohen Haus werden die Regeln, die Maßstäbe und die Umgangsformen geprägt, die vielen Menschen in diesem Land dazu dienen, ihr Vertrauen oder aber ihr Misstrauen in die Institutionen Südtirols zu begründen. So steht es in der Haushaltsrede des Landeshauptmanns. Ja,
die Maßstäbe und die Umgangsformen werden von uns hier geprägt. Wir werden an unserer Arbeit hier gemessen und unsere Arbeit wird natürlich auch hoffentlich gesehen von den Leuten. An unserer Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit, wie wir hier politisch arbeiten, so wird sich auch das Bild, das wir in der Öffentlichkeit vermitteln, in der Öffentlichkeit widerspiegeln. Wenn ihr, liebe Landesregierung, Beschlussanträge der Opposition annimmt, aber dann niemals umsetzt, dann werft ihr uns ein kleines Keksel zu, dass man mal froh ist und man hat einen Beschlussantrag durchgebracht, aber ändern tut sich nichts. Das Gleiche gilt übrigens für die, ich sag's vorsichtig, für die weichgespülten Alibi-Anträge, die auch von der Mehrheit kommen. Also seid ehrlich, die braucht ihr, damit ab und zu ein Artikel in der HGV-Zeitung oder im Landwirt kommt, wie gut ihr euch einsetzt. Aber Hacks ausreißen tut man mit diesen Beschlussanträgen nicht wirklich. Ich habe in diesem Budget, vielleicht habe ich es nur nicht gefunden, Herr Landeshauptmann, ich habe es nicht gefunden, dass für die heuer beschlossene Sprachstelle, die ja sehr effizient formuliert war im Beschlussantrag, dass hier kein Posten, fein, das freue ich mich, also ich lasse mich gerne überraschen, wenn hier wirklich dieser Beschlussantrag auch mit einem entsprechenden Budget ausgestattet, beziehungsweise das Vorhaben, dass man das auch machen kann, und zwar nicht nur, dass irgendeine jetzt schon beauftragte Person zusätzlich halt sagt, wenn ihr jemand anruft, dann hebst halt den Hörer ab, sondern wirklich eine bewusste Sprachstelle, eine Ombudsstelle, die eines Landes mit Sprachminderheiten würdig ist. Ich lasse mich, wie gesagt, gerne überraschen. Da würde Ihnen, und das gilt für alle Anträge, egal ob es eure eigenen sind, denn ich glaube, die Landesrätin Kurenzer und auch der Präsident Nockler, die können ein Lied davon singen, dass eure eigenen Leute eure Beschlussanträge nicht umgesetzt habt. Ihr seid halt geduldig, brav wie die Schafe. Na, nicht böse gemeint, ich habe selber Schafe, sind feine, die feinsten Tiere. Einfach fromm ist das richtige Wort. Und ich glaube, es fällt der Landesregierung keine Zacke aus der Krone, ich sage bewusst nicht Krönchen, denn das tragen nur Prinzessinnen, es fällt euch keine Zacke aus der Krone, wenn ihr Beschlussanträge, die inhaltlich gut sind, die ihr auch selber zustimmt, die durchgegangen sind, dann auch schaut's umzusetzen und einfach der Demokratie und den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land einen Gefallen tut's und damit dieses Land jetzt gleich schon ein Stück lebenswerter macht, so wie die große Vision des Landeshauptmanns. Dankeschön.